Wir beginnen im neuen Jahr sozusagen, diesmal mit Zelt, aber noch nicht mit hundertprozentig Technologie, die kommt nächste Woche. Kann man mich hören, auch in den letzten Reihen? Gar nicht. Hört man mich. Okay, gut. Ich wollte sagen, erstens danke fürs Kommen. Wir sind in einer neuen Runde der Friedensmahnwacht 2015. Wir beginnen immer mehr und mehr uns zu steigern, heute mit Zelt. Nächste Woche mit einem besseren Tonanlage und Mikrofon. Wir mussten das alles ein bisschen jetzt neu arrangieren. Und am 27. April haben wir die Einjahresfeier für die Friedensmahnwacht. Da werden wir ein größeres Programm haben mit Live-Musik und Rednern und allem drum und dran. In der Zwischenzeit, in der Winterpause, für die, die erst jetzt wieder kommen, wo es ein bisschen wärmer wird, waren wir auch nicht faul, es gab immer einen harten Kern, der bei jedem Wetter, Temperaturen, egal, hier gestanden sind und die ich also sehr, sehr respektiere, weil sie einfach Ausdauer gezeigt haben. Danke dafür. Wir haben auch in dieser Winterzeit natürlich die Occasion sozusagen genommen, um nachzudenken und zu reflektieren, weil wir, also die Mahnwachen, so wie sie hier stehen, ist keine Organisation im normalen Sinn. Es ist etwas für mich Besonderes, weil wir sind jeder einfach individuelle Menschen, die herkommen, weil für sie das Thema Friede und Freiheit wichtig ist und sie dafür einfach stehen möchten. Und wir gehören keiner Partei an, sonst wäre ich sicher nicht hier. Und wir sind alle freiwillig da, ohne Hierarchie. Was wunderschön ist, aber spannend, weil man nie so genau weiß, was demnächst passiert. Aber irgendwie geht es immer gut und das finde ich wunderschön. Wir sind eben jetzt gerade wieder im Neuaufbau und wir haben auch ein bisschen versucht zu verstehen, was wir in diesem Jahr tun sollen oder wollen. Wir sind ein bisschen von der Struktur der alten Friedensmahnwachen weggekommen. Wir haben in der Gruppe beschlossen, dass wir zum Beispiel das Open Mic nicht in der Form durchführen wie letztes Jahr, weil das ein bisschen ausgeufert ist und nicht mehr sehr, ich will nicht sagen kontrollierbar, das ist das falsche Wort, aber es sind dann einfach Beiträge gewesen, die einfach nicht okay waren und mehr bedrückt haben oder besorgt haben, als die Leute zur Freude im Leben und zum Mut im Leben gebracht haben. Und ich darf für mich sagen, dass ich, ihr wisst, dass mein Thema das Bewusstsein ist, weil ich glaube, dass das der Schlüssel zu dieser neuen Welt ist, in die wir gerade hineingehen, in den Wandel, in dem wir uns befinden. Und ich habe mir also vorgenommen, in diesem Bereich weiter zu tun und habe dann jetzt ganz tolle Bücher gefunden über den Winter. Das ist immer so die schöne Zeit, wo man lesen kann, wenn es draußen kalt ist. Da gibt es eines, das lege ich euch sehr, sehr ans Herz. Das habe ich gerade eben vor ein paar Wochen gefunden. Das ist von Dieter Bröers, Der verratene Himmel. Und ich will jetzt nicht so viel jetzt schon darüber sagen, aber ich kann so viel darüber sagen. Eigentlich geht es jetzt darum, dass wir ein neues Menschenbild für uns schaffen. Weil das Menschenbild, das wir in den letzten Jahrtausenden geliefert bekommen haben, als die schuldbeladenen Sünder mit einer Erbsünde und sonstigen Themen, die uns eigentlich gefangen halten in unseren Köpfen, das ist wirklich obsolet, das brauchen wir nicht mehr. Und es geht jetzt darum, dass wir in unserem Bewusstsein, in unserem Leben, Tag für Tag, Moment für Moment, in unsere wahre Größe und in unser wahres Sein gehen. Nicht in das Ego-Bewusstsein, sondern in dieses Bewusstsein unseres Geistes. Und dadurch haben wir eine Stärke und eine Größe und eine Fähigkeit, Dinge zu überwinden, die man auf der Basis des Egos überhaupt nicht überwinden kann. Also es ist ja auch so, wenn man sich, sowohl wenn man Physiker, moderne Physiker wie Wanke liest oder eben auch Bröers zum Beispiel, die Materie, so wie wir glauben, dass sie hier ist, ist eine Illusion. Alles ist Energie.
unsere Gedanken sind Energien. In dem Sinn sind wir auch Schöpfergötter. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit nur auf Kriege, Leid geben, dann stärken wir das, weil die Energie, die dorthin fließt, verstärkt diese Geschehnisse in der Außenwelt. Es ist so, dass wir eigentlich viel mehr auf unser Inneres hören sollen oder uns auch fühlen sollten. Und ich möchte, um das ein bisschen zu untermalen, nur zwei kurze Zitate bringen von Menschen, die lange vor uns gelebt haben und die das ziemlich genau schon erkannt haben. Das eine war der Giordano Bruno. Der hat im 17. Jahrhundert gelebt und ist für sein Wissen verbrannt worden von der Kirche. Er hat gesagt, es wird ein Tag kommen, an dem der Mensch aus der Vergessenheit erwacht und endlich begreifen wird, wem er die Zügel für sein Dasein überlassen hat. Einem falschen und lügenden Geist, der ihn zum Sklaven werden ließ und ihn in der Sklaverei hält. Der Mensch hat keine Begrenzungen. Und wenn er sich dessen eines Tages bewusst wird, wird er auch hier in dieser Welt frei sein. Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass viele in diesem Jahrhundert gekommen sind, um Künste und Wissenschaften zu entwickeln und den Samen einer neuen Kultur zu pflanzen, die unerwartet und plötzlich erblühen wird. Und zwar dann, wenn die Macht sich vorgaukelt, gewonnen zu haben. Ich glaube, dieser Moment ist gekommen. Und ich plädiere, dass wir mutig genug sind, das zu sehen und wagen, an unserem neuen Selbstverständnis zu arbeiten. Und wir werden dazu Veranstaltungen neben den Mahnwachen machen, in verschiedenster Art. Es geht sowohl um Arbeit an der Seele als auch an der physischen Form, das heißt, dass man das Richtige isst und trinkt und natürlich das in Einheit sozusagen bringt und dann auch heilt. Man braucht nicht krank sein. Krankheit ist ein Ausdruck eines seelischen Disbalance, also wenn etwas in der Seele nicht balanciert ist. Und wenn man das erkennt, kann man das heilen. Und das Leben wird viel schöner und spannender. Ein zweiter, den ich noch gerne kurz zitieren möchte, ist Friedrich Schiller. Der hat gesagt, seit Aristoteles wissen wir, was Demokratie ist. Und doch ist die Menschheit barbarisch geblieben. So werden sich die Menschen erst ändern, wenn sie ihren Verstand durch ihr Herz ausdeuten. Und das ist ein ganz, ganz spannender Schlüssel. Den Verstand durch das Herz ausdeuten. Und auf diesen Punkt weist der Dieter Bröers in seinem Buch Der verratene Himmel hin. Es ist einfach so, dass wenn man nur im Ego-Bewusstsein denkt und glaubt, dass man da frei ist, ist man überhaupt nicht frei. Man ist erst frei, wenn man im Herz die Dinge erfasst. Und das ist das Spannende. Die haben zum Beispiel herausgefunden, dass Kosmonauten, die hinaufgeschossen werden ins Weltall, und wenn sie nicht die Erdenergie sozusagen um sich spüren, erkranken und leiden. Und dann hat man diese Kosmonauten vorbereitet mit vedischen Schamanen aus Sibirien. Und die haben mit denen nichts anderes gemacht, als sie im Herz meditieren lassen, also dass sie ihr Herz mehr aktivieren. Und sie haben dadurch ein eigenes Energiefeld um sich. Und wie die dann in das Weltall gekommen sind, hatten die keine Probleme. Das heißt, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir eine unglaubliche Kraft in unserem Herz haben, die unglaublich viel heilt und machen kann. Und wenn wir in diese Kraft wieder jeder Einzelne für uns gehen, dann kann diese äußere Welt, die uns so bedrückt und uns zum Teil auch so viel Sorgen und Angst macht, überhaupt nicht mehr wirken und sie wird transformiert. Und das ist der wahre Schlüssel. Und das ist, warum ich hier stehe, für Frieden und Freiheit. Nicht damit ich mit den Politikern da hinten kämpfe und schimpfe, die Armen wissen genauso wenig wie Millionen andere Menschen. Es geht nicht um mit dem Ego zu argumentieren, es geht wirklich darum, endlich in sein eigenes Sein zu gehen. Und das ist jetzt wissenschaftlich schon nachgewiesen. Wir haben alles Wissen da, wir müssen es nur noch lesen, nehmen und verifizieren und aktuell ausführen, in uns, mit uns. Und deswegen stehe ich da und wer will und Interesse hat, kommt zu mir, wo ich kann, helfe ich, oder sind andere da, die auch helfen können. Und sind wir mutig und gehen wir den Weg, bitte. Danke.